Dieser Film, der wurde in den Jahren 1962 bis 1964 gedreht von dem Wassenberger Lange Peter, sagt man früher. Und die hat eine Frau von Breitscheid, das war brandenburgisch Anna. Jetzt sind die Kühe im Steingrund auf der Weide. Und es war ein Geschützhecke zum Dörfchen. Der fuhr damals schon großen Mercedes. Er hatte zwei Stoffgeschäfte, eins in Wassenberg und eins in Heinsberg. Und naja, jetzt ist Schönbauerstraße. Schüler mit dem Hörnchen, der trommelt jetzt die Kühe zusammen. Das ist die Hilda Tillmann, das ist die Mutter von dem Martin, Dieter und Gerd Tillmann. Abmarsch, jetzt geht's auf die Alm. Man sagt immer, du dumme Kuh, aber die Kühe sind nicht dumm. Die wissen nämlich, wenn die abends heimkommen, wo die hin müssen. Ein jeder findet ihren Stall. Noch eine kurze Pause und dann geht's weiter. Das ist der Sturz Theodor, der macht noch den Mist weg für den Garten. Das ist Franziska, die läuft noch schnell über die Straße hin zum Friedhof. Und da geht's Viehtrieb hoch auf die Hupp. Das ist die Frau von dem Hubert, das ist ein Sohn von dem Peter. Der war zu der Zeit auch viel in Breitscheid und hat auch mit an dem Film gedreht. Das weiß keiner, wer das ist. Das war schon ein Wagen mit Gummirädern. Der Rehbock, der war in Medenbach beim Fett Heinrich. Und das ist der Schwarze Weg mit dem alten Bahnhof. Auch der Schwarze Weg. Das ist geile Lina. Das ist die Mutter vom Geile Lange. Der ging auf die Yacht und hat so manchen Bock geschossen. Breitscheider Armenhaus, wie es genannt wurde damals, die Schönbacher Straße. Das ist das alte Brandenburgers Haus, später leer. Puste Ella und Puste Paul. Lina, das ist die Mutter von der Renate Wagner. Schönbacher Straße. Das ist Botz Paulinchen. Der Foch, General Foch, wie er leibt und lebt. Auch wieder das Paulinchen. Auf die alte Schule. Medenbachstraße, links sind Herborns. Das ist die Mehrzweckhalle, die wurde im Jahr 1962 gebaut. Das Holzwerk Oppeland. Peter Schann mit dem Holzvergaser. Das ist das Wohnhaus Oppeland. Die Hohe Straße, der Breitscheider Park. Blick auf Schwenshaus, das ist der Peter, links das Kirschnauer Schlehnchen und rechts der Emil. Die wohnten rechts in dem Haus, das war die Scheune und Stall. Das Wohnhaus ist verdeckt,
ist die Pension Kolb am Kirchenweg. Das ist jetzt Blick aus der Kirche, da kommen jetzt die Leute aus der Kirche, aber das geht so schnell, die kann man gar nicht all. Die meisten kenne ich noch davon. Das ist Kesslisch Gertrud und Teufels Hemminge, der alte Bürgermeister. Mit dem blauen Kleid ist Lisbeth Hilde. Und das links ist Schuster Storys und Schwein Skarin mit dem gelben. Der Franz Tillmann und das ist der Karl Hiske. Das ist Hase Franz. Und das ist der Emil Kirschneigers. Das war der Werner Kolb. Der Bernd Enders und der Jürgen Lupp. Hinstock Stieder und der Reh Manfred. Das ist der Blick in die saure Moosecke, auf die ganz alte Schule. Links ist Müller-Willis Haus und dahinter ist Fuchsehaus. Wilhelmstraße. Das ist die alte Post. Hiesjes Haus, später Rudekolk und jetzt die Brücke. Das ist die neuere Post mit Anbau. Der alte Bahnhof, wo nie ein Zug hingefahren ist. Gustav-Heiner Weg, links Ecksteins, wie der früher mal war. Das alte Backhaus. Die kleine muss Klasse Elvi sein. Das ist die Siedlungsstraße. Blick auf die Schule und da hat sich wohl nicht viel geändert. Die sieht heute auch noch so aus. Links, das ist der Hubert, Sohn von Peter und rechts ist der Heinz Bestung. Da hatten die ein Zimmer und haben da immer gewohnt, wenn sie kamen. Das ist die Langenaubauer Straße, oder auch Hüttenweg genannt, in der Lück. Der Heinz-Bestung. Und das ist der Reinhold, Klaas Reinhold, mit dem Wasser-Nassauer Auto, wie man den immer gekannt hat. Das ist oben unter der katholischen Kirche, der alte Friedhof. Da ist meine Oma begraben in der letzten Reihe. Louis Brandenburger, das Grab, das ist wohl Bruder von der Anna Brandenburger. Die alte Kapelle, Friedhofskapelle, die Gräber von Günter Enders und Jürgen Tillmann, die Westerwälder Tonindustrie. Das ist unser Krummshaus. Um die Kirche mit den alten Viehtränken. Geregnet hat es damals auch schon. Das ist Blick von der Westerwälder Tonindustrie runter zum Ort. Jetzt kommt die alte Linde, die bei Lesser stand. Gibt es auch nicht mehr. Blick auf die Schule. Das ist der Schwarze Weg. Gustav-Heiner Straße. Tonindustrie. Das ist Schuster Schmatter. Hat immer Dampf drauf. Der Opa. Richard Enders. Und hier kommt die ganze Family. Im Gänsemarsch durch den Garten.
Opa hat ein Jahr nachdem er hier gefilmt wurde, ist er gestorben. Es ist Langenauer Straße und das ist der Kohleweg. Spaziergang im Wald. Alte Rheinstraße. Das ist die Doris Enders damals und die Frau von dem Hubert. In der Mitte, das ist der Hubert, das ist der Sohn von Peter. Der hat auch mit dem Film immer mitgemacht hier. Ist auch inzwischen gestorben, lebt nicht mehr im Aubachtal. Das ist hinten bei den roten Sandsteinen, bei dem, ich weiß nicht, bei der Gemeinde Wies ging das schon, weißt du? So eine Eisengrube oder so. Ja. Langenauer Straße war das und hier, das ist der Gartenstraße von oben, in der Baschek. Unten in der Baschek. Die Frau Reich mit ihrem Enkel, das alte Gemeindehaus, Schumanns Wirtschaft und Elberterhaus und Petersch und das alte Denkmal, gibt's alles nicht mehr. Schade. Das ist ein Blick auf die Brücke. Schulze Karl sein Haus. Bremisch Haus, links Fridolins Haus, dieses Freue Haus, wo Freue Erwin letzt und jetzt einmal gewohnt hat. Das ist der Hub am Flugplatz oben und da waren die Segelflieger, da waren noch keine Motorflieger in der Zeit. Der andere Bruder mit seiner Frau, der Heinz. Das ist die Wiesa und das Traudel Bechtum. Ja, Heinz Bechtum. Das ist der Otto Bechtum und der Robert Hieske, die Elge Bechtum, heute Donsbach, Junges Fritz und Lina. Die Lina, das war eine Schwester von der Anna, das war auch eine geborene Brandenburger. Ja, das ist wohl in Wassenberg gefilmt worden. Gibt es eine Wasserdusche von oben? Das ist noch ein Blick von Bechtums. Das ist dann ein Weg, alte Erkaut oder Tongrube, Hermannsroth. Lin. Faule Feld, auch Faulchen genannt. Jungshaus von hinten. Das ist die Lück nochmal. Die Gartenstraße von unten. Siegfriedstraße. Langenauer Straße.
ist die Christel Georg mit dem kleinen Neffen. Das ist Braunhaus links. Und der Wagen gehört wohl zu Regis. Kommt der Hubert von der alten Schule runter. Blick aufs Gemeindehaus links, die Wirtschaft von Schumanns. Das muss wohl die Helga Hopf sein. Wenn die jemand gesehen hat, am Filmen, da ist sie schnell, hat sie schnell abgedreht. Da ist ja der Bahnhof mit den Gleisanlagen.